Max, wir haben ein Problem. Bis jetzt ist dieser Stream so langweilig, ich brauche einen Titel für morgen. Willst du nicht irgendwas kaputt machen gehen? Ja, ne? Ja, Mann, Digga, ja, Mann! Fucking Content! Ja, Mann! Bei Earlyboy sprengen, ganz klar. Warum ist hier ein Schalter? Okay, ich drück drauf. Okay, seid ihr ready? Oh. Das ist nicht euer... Das ist nicht euer fucking Ernst, mein Haus! Go, wir checken mal ganz kurz, was hier so abgeht in Craft Attack, Alter. So, Romatra ist da, Basti, Gamers Time, perfekt. Alle sind hier. Let's go. Romatra ist immer noch am Buddeln, der Affe. Ja, ich habe es wohl mitbekommen, Alter. So, mein Haus auf jeden Fall fein. Und der Yacht geht's auch noch gut. Sehr schön, Leute, sehr schön. So, dann gehen wir mal jetzt auf Discord und checken mal, was da abgeht, Alter. Hey, Dünner. Alles gut bei dir? Du, dünner würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin normalgewichtig, ne? Dicker. Ich baue gerade ein Casino hier. Bowling und wir sind gerade dabei, eine manipulierte Slotmaschine zu bauen. Wir wollen ja hier. Das ist legal, Alter. Also illegal. Hä? Bin ich mir an der Stelle nicht sicher, Joe, ob das so von der Glücksspielbehörde gewollt ist. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ich habe mir eben dein Orgel-Special vom letzten Jahr angeschaut und da ist mein PC abgestürzt. Hast du das also so eingestellt, ja? So, Leute. Was ist denn mit Kevin, Alter? Ja, ich will hier eigentlich mit dem Stream, Alter, aber der ist nicht da, Dicker. Es geht ab, ihr kleinen Bots. Alter, geil. Boah, boah, warum bist du so laut, Max? Was machst du denn hier? Spielst du mit? Was macht ihr denn? Minecraft. Ja, Dings hat ja verkackt. Ich habe euch eine Sportstream-Einladung geschickt. Ich auch, oder was? Ah ja, guck mal. Ja, klar. Sehr schön. Nicht blöd. Ey, Romatra, guck mal meinen Status. Schreib mal was. Max? Ja? Wie geht's dir? Fantastisch, selbst? Ja, ganz gut, ne? Doch, also... Ganz gut ist jetzt nicht fantastisch, dann geht's mir ja besser. Ich will jetzt hier nicht, dass wir uns irgendwie vergleichen oder so, aber... Ja, wäre ja auch unnötig, ne? Weil es macht ja auch keinen Sinn einfach. Das wäre... ich muss schon erstmal ein Intro machen. Mono de Trimax hier, wir zocken weiter Craft Attack Staffel 7. Romatra möchte sich 48 Stunden lang in eine Richtung bauen, weil er mega dumm ist und... Stark. Dabei jetzt ein bisschen helfen. Plötzlich wurden unsere Hähnchenfarm und unsere Schafsfarm völlig zerstört. Ich bin noch im End, Alter. Kann mich einer abholen? Wir haben dir ein Survival-Kit dagelassen, Max. Ja, ja. Ein Survival-Kit? Ja, ich habe alles mitgebracht hier. Romatra hat mich hingelotst und dann haben wir dir alles hingestellt. Da ist Elytra und alles drin. Wollen wir das dumme Botkind nicht einfach retten? Warte mal, Elytra und XP-Flaschen in den Kisten. Ja, genau. Da habe ich hier alles reingepackt in die Schalker-Chest. Lime-Schalker-Box? Light-Schalker-Box. Schreib mal in den Chat, wir sollen Red Dead spielen. Machen wir die Tage nochmal, oder, Max? War so geil, Alter. Schon? Nee, Montag bei mir die Folge. Ja, voll geil, Red Dead. Ich habe das auch voll genossen. Romatra, bitte halt dich da raus. Ist der dabei? Nee, ne? Doch, ich finde schon, dass er dabei ist. Echt jetzt? Wir besorgen ihn eine... Stadia? Ja? Hat er das irgendwo verdient? Ich weiß nicht, Max, Alter. Guck mal, wie der gerade aussieht in seinem Stream, Alter. Es ist ja so peinlich. Ich setze mich ja auch viel sozial ein für Benachteiligte und deswegen sage ich, komm, lass Romatra einfach mitmachen. Ja, okay, das Ding ist auch, Romatra kommt doch ohne... Jedes Mal mit Romatra-Stream kann man das Charity-Stream nennen. Ist so, oder? Weil er kommt ohne diesen, ohne unser Carry kommt er nicht weiter, das ist leider so. Es ist einfach so. Soll ich dir eine unangenehme Story erzählen? Gerade eben noch passiert, ich war eben bei meiner Oma im Krankenhaus, so. Der geht's gut, die hat sich halt den Arm gebrochen, weil sie hingefallen ist, ne? Meine Oma ist Ansatz, ist fast 90, Alter, die ist 89. Okay. Und ich bin im Krankenhaus bei meiner Oma und nebenan... Der Junge hat die ganze Zeit schon undercover so im Flur schon so ein paar Bilder gemacht. Und dann hat er mich halt, während ich mit meiner Oma am Talken bin, die ganze Zeit so angeguckt und so. Und ich so, ja, ist denn irgendwas? Der Papa so, hä? Hä? Was denn? Einfach so? Der einfach Vater so, hä? Hä? Ich hab auch gedacht, das ist die Geschichte. Nee, ich bin einfach aufgeklatscht, hä? Jedenfalls bin ich dann halt einfach da gewesen so und der Junge hat dann irgendwann, weißt du, das ist ja Quality Time mit der Familie, du bist ja mit der Oma da, so, ja, weißt du? Ja, ich dann weiß, was du meinst, ganz toll, so, weiß ich, was du meinst. So fotomäßig irgend sowas gefragt, es war noch in Ordnung, aber das, dieses Sneaky so, ja, das ist der und dann machen noch die Eltern mit und ja, dessen. Ja, und dann so, und die Leute erkennen dich, anstatt zu sagen, jo, können wir ein Foto machen, sondern, oh, das ist Trimax, ja, das ist doch Trimax, ist das ja, Trimax? Und dann ich weiß nicht, ob das Trimax ist, und dann hört man das die ganze Zeit. Dann holt der dein Google-Ding raus und hat Bilder von uns beiden gezeigt. Ja, wobei, dann lässt du deinen Instagram-Account und zeigt das dein Freund, Digga, das ist der. Ja, mein Papa und der Papa. So, ja, das ist der. Und die Oma so, oh, der hat sogar die gleiche Kette an, guck mal. Nein, doch. Und der war bei Kai Pflaume und ich guck mir schon so, Alter, denk mir so, Scheiße, Scheiße, Dreckscheiße, ist ganz mieses Benehmen. Wir können gerne Fotos machen, aber bitte seid nicht so dumm. Wisst ihr, jetzt, wo ich Single bin, wenn ihr geil ausseht, ja, dann labert mich gerne an. Aber lasst mich sonst in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Man sieht deinen Stream nicht so gut, schreibt mir jemand, okay? Schwierige Frage. Wie kann man das ändern, dass man deinen Stream nicht so gut sieht? Junge, ich bin schon Level 151. Kevin, ich nehme jetzt 24 Stunden Enderman-Farm. Kevin, danke für den Quarz, okay? Du brauchst den ja eh nicht, oder, momentan?
Okay, du wirst jetzt sehen, ich werde bei dir springen. Nein, Kevin, jetzt mal chill mal bitte. Komm, das ist doch für die Yacht, für die Einweihung, wo du auch dein Zimmer bekommst. Ich bin aggressiv. Muss ich vorhin bei Akinator angeben. Ich habe mich selbst gesucht und dann hat er gefragt, ist dein YouTuber aggressiv? Habe ich gesagt, ja. Auf einmal ja, Gamers Time, sagt er. Und Rumatra habe ich nicht gefunden. Da habe ich 80 Fragen beantwortet, den hat er einfach nicht gefunden. Ja, ich bin noch nicht relevant. Ich gebe bei Twitch einen Rumatra und der kommt nicht. Der Ton ist unscharf und das Bild ist ein wenig weit nach rechts skaliert. Was talkst du denn, Alter? Der verarscht dich, junger Mann. Wo ist Akani? Den habe ich heute Morgen mit. Was war das für? Wer hat da geredet? Rumatras Mutter natürlich. Wer Alter, sonst? Was hat sie gesagt? Kannst du die Kühe das machen? Das war nicht bei mir. Das war bei G-Time. Das war bei Rumatra und die hat gesagt, dass die Leute vom Haus. Rumatra ist aufräumen, Rumatra Stream ausmachen. Rumatra macht so Ankündigung. 48 Stunden Stream und so nach 6 Stunden kommen so die Eltern rein. So, Rumatra, reicht jetzt, ausmachen, du musst aufräumen. Wieland! Du hast ja viele Leute vor der Tür, deine Freunde, die Wieland. Stream aus. Rumatra? Solange ihr Spaß habt, ich freue mich. Dürfen wir das sagen oder ist das zu das viel? Nein, das ist Content für jedermann. Das ist in Ordnung. Rumatra, Stream aus. Ergötzt euch an meinem Content, wenn ihr selber keinen habt. Das ist in Ordnung. Wir haben ein Problem. Bis jetzt ist dieser Stream so langweilig, ich brauche einen Titel für morgen. Willst du nicht irgendwas kaputt machen gehen? Ja, ne? Ich will ein Beacon. Ich will rote Beete. Und Mann, der startet schon wieder neu. Ich denke, das haben die gefixt, dass er sich immer neu startet. Nope. Ich lasse mich nach 5 Tagen einmal ein, will zocken. Early Boy hat. Ich bin jetzt ernsthaft. 1000 Euro an Donations gebaitet, aber immer noch keinen neuen Server aufgesetzt. Ja, deswegen bin ich dafür, dass wir jetzt uns auf den Weg machen, Revi und Max, dass wir Early Boy jetzt vernichten. Mach einfach kaputt, ja, Early Boy. Ja, Mann, Digga, ja, Mann. Fucking Content, ja, Mann. Ja, okay, ganz übertrieben wollte ich jetzt auch nicht machen. Content, Mann, Content! Nein, bei Early Boy sprengen, ganz klar. Early Boy vernichten, Max. Early Boy, komm. Wer hat unsere Schafe zerstört? Nein, Early Boy. Noch rechnen, wir Early haben Feinde. Boy. Early Boy, Early, Early Boy. Boy. Early Boy wollte, dass die Schafe und Hühnerfarm von euch wegkommen. Ja, wegen Lex. Real Talk. Ich hab den zwar geholfen, aber der hat gesagt, ich muss das machen wegen Lex. Ich brauche ein bisschen Glowstone, dann überlege ich es mir. Ich hab Glowstone für dich, ich hab 28 Stück. Wie viel brauchst du? Ich bin OP. Ich hab ihn vorhin nicht gesehen. Wie viele brauchst du, Max? Early Boy? Early Boy, ja. Lass mich nur reden, wir wollen dich töten. Wir wollen dich töten. Early Boy, wir werden jetzt deine Basis sprengen müssen. Nein, ich bin gerade fertig. Der Server leckt so sehr und Trimax hat beschlossen. Der leckt gar nicht, der leckt seit einer Woche, seit 3-4 Tagen nicht mehr. Gar nicht mehr. Max, sag's ihm. Karma. Der scheiß Server leckt, ich bin gestorben wegen Lex. Nein, aber wer hat die Schafe abgebaut, weil den müssen wir töten. Early Boy war das doch. Ja, haben wir halt wirklich, weil die Schafe, Schafsfarm war halt nicht in Benutzung. Das ist halt, alle Kisten sind voll mit Wolle. Hey, ist die Kelpfarm Schrott? Auch, die hat Early Boy auch kaputt gemacht. Nee, die haben wir nicht kaputt gemacht. Doch. Early Boy hat auch die Kelpfarm kaputt gemacht. Wir hatten die Kelpfarm zerstört. Early Boy, mein Minecraft stürzt die ganze Zeit ab, weil der Server so laggt. What the fuck, die Kelpfarm ist kaputt. Dafür haben wir ja diesmal nichts zu tun. Hä, hey, warum denn, Kevin? Du hast doch genauso damit. Ey, mein Minecraft stürzt die ganze Zeit ab, Alter. Mann! Scheiß Server. Ich hasse diesen Server. Allein dafür, dass der Server so scheiße ist und du 1000 Euro an Donations bekommst. Du hast so viel Donations bekommen für einen besseren Server. Es stürzt die ganze Zeit ab mit diesem Server. Stürzt nur bei diesem Server ab, Early Boy. Oh, das kommt richtig weh. Okay, pass auf, Max. Ja? Der Move ist folgender. Du willst ja sicherlich nicht schuld daran sein, wenn was kaputt geht, ne, Max? Ich möchte nicht dafür schuld sein, wenn was kaputt geht, richtig. Genau, was wäre denn, wenn wir dir einfach nur sagen, drück auf den Knopf. Und du drückst einfach irgendeinen Knopf und du vertraust uns dabei. Und den Rest machen wir. Na, jetzt weiß ich ja, dass da was kaputt geht. Nee, weißt du ja nicht. Weißt du ja nicht. Ich habe ja nur gesagt, wenn stimmt, wir dir könnte ja sein, dass nicht wir auch einen Knopf, wo was ganz geht. Genau, vielleicht bringt der Knopf ja eine Überraschung. Und dann bist du fein raus und wir sagen, hä? Da haben wir was falsch eingestellt in unserer Maschine. Das TNT sollte eigentlich was ganz anderes machen. Okay, weißt du? Verstehe dich. Ich weiß genau, was du meinst. Und du hast auch Bock, auf den Knopf zu drücken. Ich weiß das. Ich kenne dich ganz genau, Max. Fragen wir die Zuschauer. Zuschauer, soll ich auf einen random Knopf drücken, wo wir nicht wissen, was passiert, wo wir auch aber richtig tief in die Scheiße greifen können, ja oder nein? Natürlich jetzt nicht. Ja, wird schon nichts passieren, also. Ja, sagen alle ja. Die Zuschauer sind halt. Die haben böse. Bock die Zuschauer sind einfach böse. Kann man das so festhalten? Sagen wir mal so, ne? Bisher konntest du mir eigentlich immer vertrauen, Max, oder? Gerade ja, stimmt, in G-Time, Alter. Holy shit, G-Time. Nee, wir konnten zum Beispiel null vertrauen, aber G-Time konnte ich extrem gut vertrauen. Deswegen richtig, genau. Ja, dann würde ich sagen, Kevin, wir machen den Knopf. Und ja, ich komme sofort. Ich tue nur eben ganz kurz hier meine 140 Level schnell verzaubern, ja? Sehr, sehr geile Sau bist du. Ich bereite nämlich ein paar OP-Rüstungen mal für den Fall der Fälle vor. Ja, gut, Max, ich freue mich darauf, weil der Knopf ist, wie gesagt, ist eine Überraschung. Es hat auch Alzheimer. Würde ich nicht sagen. Hast du dich schon mal auf Jugend? Gibt's Jugend-Alzheimer? Ich hab, ja, das kann man. Wo soll ich zum Arzt gehen? Muss einfach ganz, ganz doll überlegen. Weiß er das oder nicht? Möchtest du da mal. Darf ich mal. Egal. Komm, Kevin, wir bauen jetzt. Komm. Ich bin jetzt unterwegs hier. Wir bauen Max jetzt. Max verliert die ganze Zeit die Verbindung. Die Feuerwerksinstallation. Wollen wir zusammen ein bisschen basteln? Ein bisschen schon mal so die. Ohne den Beacon, aber dass wir schon mal so anfangen, so. Dass du zeigst einmal. Ich würde das direkt hier bei uns in die Basics bauen, so.
G-Time, wo bist du? Das ist auch wahnsinnig. Hier brauche ich das jetzt. Du mich mal an? Ich bin gerade an der Inner-Chest, hol mir gerade meine Schaufel. Komm vorbei, Max. Max kommt am besten schon mit, oder? Nee, nee, ich muss jetzt einmal ganz kurz das Fundament legen, weil ich will echt diesen Beacon bauen. Klar. Genau, Leute, gleich ist da zu werden, deshalb muss ich los. Ich will sehen, wie Master Scorpion... Wir zeigen Max gerade, wie so eine Feuerwerksinstallation funktioniert, genau. Ah. Ich habe ein neues Tinder-Match, Alter, okay. Es ist die Mutter von Romatra, lol. Hier ist auch ihre Adresse da. Aber das ist doch jetzt nicht der Vierfach-Bacon. Hab's gesehen, wie du geplaced hast, du bist Ich war's nicht, Mein Game ist wieder crashed. Kevin, ich muss gleich los, komm. Schnell. Ja, ich warte nur noch, dass du mir die Repeater gibst. Das Feuer, okay, ist doch jetzt auch Nacht. Das sieht bei Nacht besser aus. Wo bist du denn? Ja, ich komm jetzt wieder rein, ich hab wieder... Wir hatten jetzt hier so reingeschissen. Das soll das Fundament werden, oder? Das war doch der Dierblock, der spawnt ist. Warum müsst ihr hier landen? Warum ist hier ein Schalter? Wie, du bist gestorben. Wo ist der Feuerwerksschalter? Der Feuerwerksschalter ist hier nicht. Early Boy, komm bitte kurz mit. Komm bitte mit, Early Boy. Was ist das für ein Schalter? Early Boy, komm mal mit jetzt. Was macht ihr hier? Komm mal mit jetzt hier vorne hin. Mein Haus hat gleich nicht mehr steht. Early Boy, schau mal hier vorne. Siehst du, hier ist nichts mit deinem Haus, Early Boy. Siehst du, hier ist gar nichts. Early Boy, guck mal, ist das hier dein... Komm mal bitte her zu mir. Ich habe jetzt vermehrt im Chat Nachrichten bekommen, dass dieser Rüdiger hier... Ist der von dir? So, der ist aber auf deinem Grundstück. Komm mal hier hin, bitte. Early Boy. Early Boy. Mein Gott, Early Boy, jetzt komm doch mal. Ihr gebt mir das Signal, ja? Early Boy, hierhin, komm her. Okay, also das Feuerwerk ist eröffnet quasi. Ich eröffne dich gleich. Wo, Creeper, Early Boy. Ich bin nur der Pyromane hier. Creeper, vorsichtig. Wo kann ich das Feuerwerk gleich sehen? Wo geht das hoch? Du musst einfach nur den Knopf, du wirst das sehen. Sorry. Das wird auf jeden Fall, das wird richtig gut. Also das ist gut zu sehen, das Feuerwerk. Ja. Hilf mir. Okay, ich drück drauf. Okay, seid ihr ready? Ja. Feuerwerk, 3, 2, 1, go. In den Himmel gucken. Oh. Das ist nicht euer Ernst! Das ist nicht euer fucking Ernst! Mein Haus! Ich wurde verarscht. Ich wurde gebaitet von G-Time und Revi. Die meinten, es gibt ein Feuerwerk. Das ist nicht euer scheiß Ernst! Kevin, irgendwas ist falsch gelaufen. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel Sprengpulver in der Rakete. Nein, ich glaube, dass der Server zu sehr geleckt hat. Ist da nirgendwo eine Rakete? Ich glaube, der Server hat zu sehr geleckt und deshalb... Er fliegt los! Early der Boy? Baut Scheiße! Early Boy, was hast du jetzt vor? Wie sehr lieb hast du dein Häuschen? Hey, ich hab nichts gebaut, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nichts gebaut! Ich hab wirklich nichts davon gebaut. Ich kenne Revis Schwachstelle vom Haus. Ach was, die ist gar nicht mehr da. Feuerzeug im Erdgeschoss ist die Schwachstelle. Oh, hier explodiert ganz viel bei dir im Raum, der Villa. Der jagt hier alles irgendwie in die Luft. Wo bist Early du, Revi? Ja. Revi, ich wo bist du? Der jagt bei dir gebaut, ne? Du hast damit zu tun, ist mir scheißegal. Alter, ich hab das ja nicht mal gebaut. Der hat hier alles in die Luft gejagt. Holy shit, hier fehlt eine ganze Wand. Max, ich sehe gerade, wie du das abbaust. Ach du Scheiße, du bist Revi. Alter, ich hab mich unnormal erschrocken. Junge, du warst eben noch Dings. Bist du okay, das bad, war Alter? What bist du fuck? Bad, Junge? Du bist der baddest Player of them all. Mann, Bugs hast du? Der Server laggt so sehr momentan. Du laggst ja, Alter. Ja, weiß ich, mein Spiel crasht auch die ganze Zeit wegen dem Server. Ich möchte an der Stelle sagen, ich war nur der Aufbetragte. Du warst nur der Beauftragte, ja genau. Ja, ich hab ein Feuerwerk erwartet. Ich wurde übelst enttäuscht. Ich dachte echt, es gibt Minecraft Feuerwerk. Ich dachte das auch. Ich hab die Raketen zusammen falsch zusammengemixt. Installiert. Ich werde jetzt G-Time, Leute. Wir sind jetzt raus. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Morgen Abend wird rasiert. Nochmal zu G-Time, Leute. Ich küsse eure Augen. Danke für die ganzen Prime-Subs heute. Ich küsse dein Auge und deine Netzhaut. Für die ganzen Prime-Subs. Und wir sehen uns morgen. Habibis, macht's gut. Tschüsschen.